Bitte. Liebe Parteifreunde, sehr geehrte Damen und Herren, es ist für mich eine große Ehre, hier vor Ihnen zu stehen. Als ich Mitte 2013 in die AfD eingetreten bin, hätte ich mir nicht träumen lassen, heute, 4 Jahre später, mich hier um ein Bundestagsmandat zu bewerben. Ich möchte Sie anfangs ganz kurz langweilen mit 1, 2 Eckdaten über mich. Der Fachbereich Arbeit und Soziales, für den ich hier kandidiere, hat mich mein Leben lang maßgeblich begleitet. Ob als selbstständiger Unternehmer, Personalchef oder Sozialbetreuer, ich konnte kontinuierlich in unterschiedlichen Unternehmen zwischen 350 und 3.500 Mitarbeitern meine Fachkenntnisse erweitern. Auch meine parteipolitische Arbeit ist vom Aufgabengebiet Arbeits- und Sozialpolitik geprägt. Ob ich auf Landesebene als fachpolitischer Sprecher oder jetzt als Leiter des Landesfachausschusses Arbeit und Soziales oder auf Bundesebene als Leiter des Bundesfachausschusses Soziale Sicherungssysteme, Rente, Arbeits- und Sozialpolitik und als Mitglied des Bundesfachausschusses Wirtschaft und Steuern und Haushalt tätig bin, Sie könnten sich immer und können sich auch in Zukunft auf meine fachlich fundierte Arbeit verlassen. Diese kontinuierlich jahrelange programmatische Arbeit will ich für die AfD erfolgreich im Bundestag fortführen. Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang eine kleine Begebenheit erzählen aus dem Bundestagswahlkampf 2013. Ich habe zu der Zeit in Schleswig-Holstein gewohnt und Herr Lucke hatte sich angesagt zu einem Wahlstand, den ich mit 3 anderen Kollegen dort ausgerichtet habe. Er wollte seine Volksnähe in dem Zusammenhang dokumentieren. Zu der Zeit hatte ich mich dazu entschieden, den Haarkamm gegen einen Rasierer zu tauschen. Das heißt also, ich hatte eine Glatze. Bereits nach kurzer Zeit tauchten einige unserer linken Wahlunterstützer auf und skandierten nette Dinge wie Nazis, rechtes Pack und so weiter. Ihr kennt das alles. Lucke, dem solche Dinge mehr als unangenehm waren, fragte mich, ob ich nicht eine Mütze dabei hätte. Denn wir müssen ja doch nicht nach außen auch noch den Eindruck erwecken, dass wir aussehen wie Nazis. Ich habe ihm sinngemäß damals in etwa gesagt, dass auch wenn ich Harry Potters Zaubermütze aufhaben würde, würden uns unsere politischen Gegner nach wie vor beschimpfen. Denn wir sind seit 30 Jahren die erste ernstzunehmende Bedrohung, die diesem Parteienfilz der Korruption und der Misswirtschaft entgegentritt. Und wie Sie sehen, ich stehe immer noch ohne Hut. Und was aus Herrn Lucke geworden ist, wissen Sie alle. Ich möchte jetzt nicht in meiner Rede alle Missstände in unserem Land aufzählen. Da bräuchte ich nicht 7 Minuten, sondern 7 Stunden würden noch nicht mal ausreichen. Daher beschränke ich mich auf 1, 2 Punkte. Aber ich mache etwas anderes, was meine Vorredner noch nicht gemacht haben. Ich biete Ihnen einen Lösungsansatz. Liebe Parteifreunde, wie ist es mit unserem eigenen Einkommen? Trotz permanenter Erhöhung des Arbeitsentgeltes und der Renten hat der kleine Mann, somit wir, immer weniger im Portemonnaie. Woran liegt das? Die Regierungsparteien haben über Jahrzehnte ein Abgabensystem geschaffen, das von jedem erarbeiteten Euro weit über die Hälfte verschlingt. Neben den Sozialversicherungsbeiträgen von ca. 39%, die sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer teilen, gibt es in Deutschland über 40 unterschiedliche Steuerarten, die Ihnen in jeder erdenklichen Art und Weise das Geld aus der Tasche ziehen, sodass das tatsächlich verfügbare Einkommen immer weiter sinkt. Das Einzige, was in diesem Land wirklich permanent steigt, ist die Anzahl der Arbeitssuchenden. Da sind wir mittlerweile bei 5 Millionen angekommen. Dass davon 1,5 Millionen ohne deutschen Pass sind, möchte ich gar nicht weiter kommentieren. Es muss aber bei 5 Millionen Arbeitslosen die Frage gestattet sein, warum wir einen angeblichen Fachkräftemangel haben sollen. Dieser postulierte Fachkräftemangel, der dazu führte, dass Frau Merkel Millionen Wirtschaftsflüchtlinge in unser Land geholt hat. Dazu kommt, dass 95% dieser potenziellen Fachkräfte niemals eine reale Chance haben, sich hier in den Arbeitsprozess einzugliedern. Menschen, deren Weg vorgezeichnet ist und der in einer Parallelgesellschaft mit Hartz-IV-Bezug endet und lediglich dazu führt, dass die Anzahl der Arbeitslosen noch weiter steigt. Liebe Freunde, wie können wir den Status quo ändern? Was ist zu tun? Wir brauchen eine soziale Marktwirtschaft, die diese Bezeichnung auch wieder verdient. Wir brauchen kein soziales Gießkannensystem, das seine Wohltaten über jeden ausgießt, unabhängig davon, ob er einen tatsächlichen Bedarf hat oder nicht.
Der Sozialstaat muss auf diejenigen beschränkt werden, die aus eigener Kraft nicht existieren können. Ihnen sollte geholfen werden, damit auch sie die Rechte und Pflichten unserer Gesellschaft wahrnehmen können. Der wichtigste Faktor für mich ist die Eigeninitiative der Menschen, der Leistungswille der kleinen und mittelständischen Unternehmen, der Fleiß und die Kreativität der Handwerker und der Freelancer sowie die Wertarbeit der Angestellten und Arbeiter. Ich will, dass die soziale Kraft des Marktes sich wieder frei entfalten kann. Der Markt, nicht der Sozialstaat, muss es den Menschen ermöglichen, am wirtschaftlichen Aufschwung zu partizipieren. Und die Eingriffe des Staates dürfen sich nicht immer auf neue und höhere Steuern für Arbeitnehmer und Unternehmer beschränken. Sie dürfen nicht aus immer neuen Umweltauflagen und Erschwernissen für Unternehmen bestehen, sodass diese unser Land verlassen und sich im europäischen Umfeld ansiedeln. Sie dürfen nicht aus Kartellbildungen zulasten der kleinen und mittelständischen Unternehmen bestehen, bei denen Tausende von Arbeitsplätzen entfallen. Wir brauchen eine gezielte Förderung von kleinen und mittelständischen Unternehmen als Keimzelle der deutschen Wirtschaft, um Arbeitsplätze zu erhalten und den Begriff Made in Germany wieder zu mehr weltweiter Bedeutung zu bringen. Das, wofür die AfD und somit wir alle stehen, ist das letzte Bollwerk vor der linken Versozialisierung Europas auf Deutschlands Kosten. Und eines, liebe Parteifreunde, dürfen wir niemals aus den Augen verlieren. Die Bedrohung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung durch eine im Mittelalter verhaftende Religion, den Islam. Hier sind wir das einzige Sprachrohr der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, um eine politische Einflussnahme des Islam in Deutschland zu verhindern. Lasst uns die Kontrolle über unser Vaterland zurückholen und lasst uns den Menschen den Stolz auf unser Land zurückgeben. Vielen Dank. Das war eine Punktlandung. Erste Frage, bitteschön. Günter Koch, Paderborn. Herr Witt, Sie haben sich gegen Kartellbildungen ausgesprochen. Warum? Die Altparteien sehen das doch anders. Wir haben jetzt das jüngste Beispiel. Der Herr Gabriel hat sich vehement dafür eingesetzt, dass es eine Fusion gibt in dem Bereich. Wir wissen alle, dass wir dementsprechend Tausende von Arbeitsplätzen, das, was ich vorhin auch sagte, verlieren werden, je größer diese Zusammenschlüsse sind. Das heißt, die Keimzelle, so wie ich es gerade sagte, unseres Deutschlands sind kleine und mittelständische Betriebe, in denen über 80% aller Mitarbeiter beschäftigt sind. Dankeschön. Ja. Die nächste Frage. Horst Gilles, Leverkusen. Meine Frage ist vor dem Hintergrund zu sehen, die Bundesregierungen aller Farben greifen ungeniert in die Rentenkassen ein. Das kann man in einer Legislaturperiode nicht ändern. Frage an Herrn Witt. Wie lange denken Sie, wenn wir Sie in den Bundestag entsenden, dem Bundestag anzugehören? Wie lange möchten Sie dort bleiben? Natürlich so lange, wie Sie mir Gelegenheit geben, dort zu sein. Aber ich bin ja auch Mitglied eines Bundesfachausschusses, wie Sie vielleicht am Anfang gehört haben. Und wir haben die Planung, wir müssen jetzt ein komplett neues System entwickeln, ein neues Abgabensystem, ein neues Sozialversicherungssystem und ein neues System, um kleine und mittelständische Unternehmen zu fördern. Das braucht ungefähr 4 Jahre. Die Umsetzung wiederum braucht noch einmal 4 Jahre, sodass ich natürlich mindestens für 2 Legislaturperioden zur Verfügung stehen würde, wenn Sie mir Ihr Vertrauen geben. Frage Nummer 3. Ja, Pust, Kreisverband Ennepe-Ruhr. Wie ist das mit dem Mindestlohn? Wie stellst du dir das vor? Mindestlohn, wir haben einen Vorschlag zum Beispiel von den Linken, die 12 Euro Mindestlohn fordern. Ich hatte vorhin gesagt, wir brauchen ein anderes Abgabensystem. Es geht nicht darum, den Leuten 12, 14 oder 18 Euro zu zahlen, sondern es geht darum, dass die Leute wieder Geld im Portemonnaie haben. Und wenn ich ihnen 12 Euro zahle und davon 6,50 Euro wieder wegnehme, dann ist das Augenwischerei, was die Altparteien betreiben. Behrendes, Kreis Paderborn. Herr Witt, können Sie eine Aussage darüber treffen, wie lange das Rentensystem noch tragen wird, also wie lange die Rente noch sicher ist?
Ich stütze mich da mal auf die offiziellen Aussagen, die sagen, 2030 bricht das Rentensystem zusammen. Das heißt also, liebe Freunde, wir sind gefordert, schnellstmöglich ein neues System zu entwickeln. Und ich kann Ihnen versichern, die AfD ist dabei. Danke für die Frage. Und die letzte Frage. Daniel Schüttrumpf, Kreisverband Ennepe-Ruhr. Uwe, was hältst du vom bedingungslosen Grundeinkommen? Oh, das ist aber jetzt eine gemeine Frage. Also wir haben natürlich unser Bundesparteiprogramm ein anrechenbares Grundeinkommen in dieser Form fixiert. Das war damals im Bundesfachausschuss 3, gemeinsam mit Herrn Meuthen. Für uns war aus Nordrhein-Westfalen außer mir noch die Frau Schulte dabei. Das System, was wir damals präferiert haben, bedeutete ein sich aufzehrendes Grundeinkommen. Das heißt also, auch die Personen können zuarbeiten und es entfällt nicht komplett der Hartz-IV-Satz, sondern er wird nur anteilig verrechnet, sodass es sich auch lohnt für die Leute, überhaupt wieder arbeiten zu gehen. Weil die sagen natürlich jetzt im Moment, warum soll ich mich denn bewegen? Das Amt bezahlt doch alles. Das heißt also, das war unser Ansatz damals, die Leute schrittweise zu motivieren, wieder zurück zur Beschäftigung zu finden. Danke. Dankeschön, Herr Witt. Die 5 Fragen waren das. Wir haben jetzt ein Ergebnis des Stichwahlganges. Wie Sie sehen, ansonsten sehen Sie nichts. Die Leinwand, da gibt es momentan gerade ein Übertragungsproblem, hausseitig. Das sind die mit Hochdruck dran, noch herauszufinden, wie man es reparieren kann, wie man das wieder herstellen kann. Aktuell müssen wir kurz ohne auskommen. Also etwas Konzentration und dann bitte schön das Ergebnis. Das heißt, Sie können sich zu 100% auf mich konzentrieren. Es gibt ein Ergebnis. Abgegeben wurden 286 Stimmzettel, ungültig 0, Enthaltung war einer, Nein gegen alle waren deren 9. Wenn wir diese 286 davon abziehen, die eine Enthaltung, sind wir bei 285, teilen das durch 2, ist 142,5, runden auf und wissen, das Quorum ist 143 Stimmen, die ein Kandidat erreichen muss. Es haben erreicht Herr David Eckert 130 Stimmen und Herr Uwe Witt 146. So, dann stelle ich fest, dass das notwendige Quorum, nochmal wiederholt, von 143 von Herrn Witt erreicht wurde und frage ihn, ob er die Wahl auch annimmt. Uwe? Herzlichen Glückwunsch.